Es geht um Ruth, eine junge Physikerin aus Wien, die gerade an ihrer Habilitation stirbt. Schreibt, nicht stirbt. Hallöchen. Ich muss mal heute spontan eine Einzelbuchbesprechung hier dazwischen schieben, die so gar nicht geplant war. Aber ich habe Raffaela Edelbauers Das flüssige Land gelesen und mein Hirn ist jetzt ein bisschen durchdreht. Ich weiß nicht. Dieses Buch ja, ist ein kleiner Mindfuck und deswegen muss ich jetzt darüber mit euch sprechen. Ich weiß, ich bin ja ein bisschen late to the party. Das Buch war ja nominiert für den Deutschen Buchpreis im letzten Jahr, stand auf der Shortlist, soweit ich weiß. Und ich wollte das schon eine Weile lesen. Es liegt auch schon eine Weile hier, aber irgendwie ja, kam dann immer irgendwas anderes dazwischen. Und Carina Zacharias hat letztens Raffaela Edelbauer auf ihrem Kanal interviewt. Das Interview ist total spannend. Ich verlinke euch das mal unten in der Intobox, in der Infobox, nicht in der Intobox. Guckt euch das unbedingt an. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist eine sehr sympathisch erscheinende Autorin und österreichischen Dialekt kann ich ja sowieso immer ewig zuhören. Genau, das hat mich motiviert, dieses Buch jetzt endlich mal zu lesen. Und dann habe ich das getan. Und ja, es hat mich verwirrt und fasziniert gleichzeitig zurückgelassen, muss ich gestehen. Worum geht es? Es geht um Ruth, eine junge Physikerin aus Wien, die gerade an ihrer Habilitation über Zeit schreibt. Also sie ist eine theoretische Physikerin, und deren Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen. Und die Eltern möchten gerne in ihrem Heimatort, nämlich Großeinland, beerdigt werden. Und Ruth macht sich dann auf die Suche. Sie hat von diesem Ort immer mal wieder durch ihre Eltern gehört, aber sie war selbst noch nie da oder kann sich zumindest nicht daran erinnern. Und sucht dann diesen Ort und muss feststellen, dass der gar nicht so leicht zu finden ist, dass der irgendwie auf den Karten nicht auftaucht, dass selbst im Amt ihr die Leute nicht sagen können, die sagen, dieser Ort existiert nicht. Und sie findet ihn dann mehr oder weniger zufällig, sie macht sich auf mit dem Auto. Das beginnt schon so ganz eine ganz wirre Fahrt. Sie landet dann in einem Gasthaus, dort trifft sie irgendwie einen geheimnisvollen Maskenhersteller. Und dann landet sie halt in diesem Großeinland, ja, Dorf, möchte man sagen, Gemeinde, ein kleiner Ort, in dem die Uhren irgendwie anders ticken, in dem alles noch so ein bisschen, ja, mittelalterlich fast anmutet. Alles ist auf den ersten Blick sehr idyllisch und irgendwie ja, heimelig und es ist noch nicht so ganz in der Moderne angekommen, möchte man meinen. Dann gibt es irgendwie eine geheimnisvolle Gräfin, die dem Ganzen übersteht und umso mehr Ruth in diese Gemeinde integriert wird, denn sie bleibt dann dort. Umso mehr bröckelt diese Fassade und im wahrsten Sinne des Wortes, denn unter Großeinland gibt es ein riesiges Loch, das dadurch entstanden ist, dass früher die Leute dort zu viel, also zu intensiv Bergbau betrieben haben und quasi dieser Ort sinkt immer mehr ein. Es stürzen Gebäude ein, es sind auf einmal Löcher da, es rutschen Leute in diese Löcher und sterben dabei. Und gleichzeitig benutzen die Großeinländer dieses Loch auch, um Dinge aus ihrer Vergangenheit loszuwerden, Papiere, Briefe, was auch immer, für die sie sich schämen. Und das findet Ruth so nach und nach heraus. Und gleichzeitig soll sie halt, sie wird dann bei der Gräfin angestellt und soll eine Lösung dafür finden, dieses Loch, also quasi ein Füllmittel für dieses Loch zu finden. Und das ist alles sehr, sehr gut geschrieben. Mir hat die Sprache sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen so eine sehr gebildete Sprache, möchte ich meinen. Also ich glaube, Raffaela Edelbauer hat sich da schon dieser theoretischen Physikerin, die sehr sprachgewandt ist, sehr gebildet ist, so angepasst in ihrer Sprache. Das merkt man. Also es ist jetzt nicht so eine Alltagssprache. Mir hat das aber gut gefallen. Am Anfang bin ich ein bisschen schwer reingekommen, so, weil es dadurch auch manchmal wirkt es so ein bisschen trocken. Wahrscheinlich ist das auch auf Ruths Charakter zurückzuführen, die auch so ein bisschen trocken ist. Es hat aber auch so einen ganz feinen, leisen Humor und irgendwie diese Dialoge, die dann vor allen Dingen in Großeinland stattfinden, sind auch immer sehr kurios und man fragt sich manchmal so. Also manchmal musste ich es zweimal lesen und war dann trotzdem so, hä? Also, weil die manchmal so aneinander vorbeireden und das ist irgendwie
ganz, ganz merkwürdig. Und was dieses Buch mit mir gemacht hat, ist mein Hirn total zu durchschwurbeln, was das Zeitgefühl angeht. Also ich kam mir manchmal vor, wenn ich das gelesen habe, wie in so einem Fiebertraum, wo Zeit halt auch mehr so ein waberndes irgendwas ist, wo man nicht mehr so richtig weiß, wo vorne und hinten ist. Und in diesem Buch ist das auch so, weil Ruth völlig das Zeitgefühl verliert. Also sie denkt, sie ist irgendwie erst 3 Jahre in diesem Ort, eigentlich sind es schon 6, das stellt sie fest, als sie mit ihrer Tante telefoniert. Die Geschichte springt irgendwie in den Jahren. So ganz zuverlässig ist Ruth in ihren Zeitbezeichnungen sowieso nicht. Es ist alles so ein bisschen konfus und man weiß nicht, was macht sie da eigentlich die ganze Zeit. Und irgendwie ist sie dann schon integriert und hat Freunde und man weiß gar nicht, huch, wo kam die jetzt auf einmal her? Und es ist alles so. Carina Zacharias hat in ihrer Besprechung gesagt, dass es sie ein bisschen an den magischen Realismus erinnert. Und ehrlich gesagt, mir ging es auch so. Ich dachte immer, das ist so ein bisschen, da ist jetzt irgendwie so eine mythische Subebene, die man nicht ganz fassen kann, aber die irgendwie da ist, dass dieser Ort ist fast wie so, ja, so aus der Zeit gefallen, so wie man das immer sagt, ne? Der ist irgendwie so wie so ein kleines eigenes Universum. Ein bisschen wie eine Fantasy-Welt oder so, nur nicht ganz so. Ganz so krass, aber das fand ich unglaublich spannend. Und dieses Buch ist halt eine einzige Metapher, oder für mich war es zumindest so, für Zeit und Vergangenheitsbewältigung. Dieses ganze Loch steht natürlich irgendwie für die Vergangenheit dieses Ortes, denn Ruth bekommt halt auch heraus, dass da schlimme Dinge geschehen sind, die auch mit diesem Loch zu tun haben. Und dass ihre Eltern diesen Dingen auch schon auf der Spur war und sie vermutet dann, dass sie vielleicht auch nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Und danach forscht sie halt immer mehr und wird auch immer mehr gewahr, dass die Großeinländer das alles so, also die wollen so an ihrer idyllischen Oberfläche bleiben. Und das Ende, mich macht das immer noch total kirre, weil es ist ein offenes Ende zum Schluss. Und Raffaella Edelbauer macht so ganz viele Fäden auf, die sie aber nicht zum Schluss zusammenknüpft. Und das finde ich einerseits total genial und andererseits macht es mich rasend, weil ich gerne wissen wollen würde, wie das jetzt alles zueinander kommt und was denn nun stimmt von Ruths Vermutungen und ob überhaupt was stimmt von dem, was sie da aufgemacht hat, oder ob es nicht doch alles nur irgendwie in dieser komischen Großeinlandwelt irgendwie ihr Wahn war, so wie dieses Buch mir manchmal vorkam, wie ein einziger Wahn. Und das ist total kirre. Ich mag das, wenn Bücher sowas mit mir machen, wenn sie mich aufregen und gleichzeitig faszinieren. Und das hat dieses Buch definitiv geschafft. Und ehrlich gesagt, ich finde es immer noch sehr gut, dass Sascha Stanicic gewonnen hat mit Herkunft, weil ich das Buch ganz großartig fand. Ehrlich gesagt, hätte ich das früher gelesen, wäre das, glaube ich, auch eines meiner Favoriten gewesen. Also meins war ja eigentlich Hier sind Löwen von Katharina Poladian, das es leider nicht mal auf die Shortlist geschafft hat. Aber das ist so ein Buch. Ich finde, das ist halt so wirklich charakteristisch, was auf so einer Long- und Shortlist stehen kann, weil es halt wirklich sehr, sehr besonders ist. Es hat diese besondere, etwas ja, gebildetere Sprache und es hat dieses Thema und diese Metaphern und es ist einfach, ja, es ist ein Buch, was einen fordert als Leser oder als Leserin, und ja, so ein bisschen so ein Mindfuck-Buch. Und das finde ich toll. Ich bin total gespannt auf das nächste Buch von Raffaella Edelbauer, wie das wohl sein wird. Ja, faszinierend. Und ja, das musste ich jetzt mal kurz hier so loswerden. Falls ihr das Buch gelesen habt, wahrscheinlich haben viele von euch das schon gelesen und schon zig Videos dazu gesehen. Aber schreibt mir doch trotzdem nochmal gerne in die Kommentare, wie es euch damit ging. Ob ihr darüber, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, vielleicht immer noch darüber nachdenkt oder ob ihr das irgendwann zur Seite packen konntet. Ja, eure Gedanken zu dem Buch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich verlinke euch das Interview von Carina Zacharias in der Infobox. Ist wirklich sehr spannend. Und ja, das war's mit diesem Video. Denkt mal dran, ihr seid nicht verrückt, als ich es bin. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, tschüss.